So, hoffentlich bleibt ihr so stehen. Ich glaube schon. Ja, ich freue mich total auf Sonntag. Denn was ist Sonntag? Da findet ein High Carb veganes Treffen statt. Und zwar hier in Frankfurt. Ich hatte es schon mal vor ein paar Videos mal so bekannt gegeben. Und zwar wollten da, ja, haben David und ich, das ist quasi das Lieblingsrestaurant von uns. Also das absolute Lieblingsrestaurant. Das Essen ist echt göttlich. Es ist der geilste Geschmack überhaupt. Und das Coole ist, dass die jetzt ein All-You-Can-Eat-Buffet machen am Sonntag. Und zwar veganes Buffet. Ein All-You-Can-Eat veganes Buffet. Und wir kennen den Besitzer so ganz gut. Die sind eben auch oft da, einfach weil es unser Lieblingsrestaurant ist. Und der, ich habe den extra gefragt, wie sieht das so aus? Gibt es denn auch eben fettärmere Varianten, so für die, die das bevorzugen? Und er meinte, indische Küche ist generell sehr, sehr fettarm. Aber sie haben, also sie haben auf jeden Fall dann in diesem All-You-Can-Eat-Buffet sehr fettarme Optionen mit dabei, für die, die darauf Wert legen. Und genau, also richtig, richtig, richtig Hammer das Essen, wenn wir sowieso dahin gehen. Und ich glaube, das wird echt voll der Burner vom Geschmack her. Also ja, ich mache jetzt hohe Erwartungen, aber ich glaube auch nicht, dass ihr enttäuscht werdet, wenn ihr denn kommen wollt. Und deswegen mache ich dieses Video. Es soll nochmal eine Einladung sein an alle, jeden, der das hier sieht. Wenn ihr nicht allzu weit von Frankfurt weg wohnt oder wenn es euch das wert ist, einfach hier hinzukommen. Ja, weil ich habe so ein Treffen, so ein High-Carb-Treffen noch gar nicht mal irgendwie initiiert und ich dachte mir, warum sollten David und ich allein dahin gehen? Lass uns doch einfach, oder wir haben das zusammen gedacht, lass uns doch mal mit anderen connecten und bestimmt gibt es noch einige andere High-Carber oder auch Nicht-High-Carber, andere Veganer, die Bock haben, dass wir uns mal so zusammen treffen und sehen und einfach zusammen Gemeinschaft haben und ja, feasten, also mal so richtig reinhauen, wie wir das ja so gerne tun. Richtig gesund reinhauen. Und ich wollte euch noch ein paar Details jetzt geben. Also das ist am 15. Februar, diesen Sonntag, den kommenden Sonntag. Um 11.30 Uhr fängt es an. Zumindest sagt es das Plakat, er hat es mir so gesagt. Also im Notfall würden wir nur eine halbe Stunde warten, aber ich glaube um 11.30 Uhr fängt es an. David und ich werden auch um 11.30 Uhr da sein, weil, ja, weil man dann einfach am längsten essen kann, ne? Ich weiß nicht genau, bis wann es geht, ich glaube bis 15 Uhr. Aber das Ding ist halt, dass der Inhaber uns gesagt hat, dass es eventuell so zwei Gruppen geben wird. Also wenn nicht alle auf einmal essen können, je nachdem wie viele sich sozusagen anmelden, dann gibt es vielleicht welche, die zuerst essen, dann welche für danach. Aber das wird wahrscheinlich jedem gesagt, wenn er da anruft und reservieren lässt. Also wichtig ist, dass man sich eben, ja, dass man eine Reservierung machen muss, indem man da anruft. Ich gebe euch gleich noch die Nummer. Ist ganz einfach gemacht und ihr könnt ja dann einfach sagen, dass ihr gerne mit der Miri zusammen, der kennt mich, Miriam Zielke, zusammen essen wollt. Also dass der halt nicht, keine Ahnung, wenn es jetzt wirklich diese zwei Gruppen gibt, keine Ahnung, dass der dann quasi uns in die gleiche Gruppe macht, genau. Und ich würde mich auf jeden Fall super, super, super freuen, weil hier in Frankfurt habe ich noch nicht so wirklich so ein Treffen so gehabt, finde ich, mit anderen, ja, High Carb Veganer. Mit Veganer gibt es viel, aber ja, es wäre auf jeden Fall mal eine coole Möglichkeit, auf jeden Fall vom Geschmack her nicht zu vergessen, bin ich mir sehr extremst sicher. Das Ganze wird, jetzt lass mich nichts Falsches erzählen, sollte glaube ich 15,90 Euro sein. Ja, ich glaube schon. 15,90 Euro kostet das pro Person. Und darin ist enthalten, also ich lese das jetzt mal von der Webseite vor, das ist so quasi das Menü für den Tag. Also es gibt Suppe, Karotten-Ingwer-Suppe, Vorspeise gibt es Antipasti, Hauptspeisen gibt es Bananencurry, Tofu mit Spinat, Chana Masala, das ist so Gemüsemischung mit richtig, richtig, richtig geiler Soße, aber fettarm. Und Kichererbsen und so und Linsen, richtig und die Gewürze, oh, kannst du drin baden, ich... Wirklich, ich warne dich. Ich warne dich. Ja, und dann Mix Vegetables, also Gemüsemix. Beilagen gibt es Basmati-Reis, Chapati, das ist ein Vollkornfladenbrot. Desserts gibt es frischen Obstsalat.
auch nicht verkehrt. Und ein Glas stilles Wasser ist inklusive. Also, wir ziehen daraus, dass es auf jeden Fall kein Fehler wäre, davor nochmal kräftig zu trinken, wenn man dann auch so viel leckere Sachen isst danach, damit man währenddessen nicht total durstig wird. Vielleicht ist auch ein bisschen was Schärferes dabei, aber auf jeden Fall ist nicht alles scharf. Genau. Also davor kräftig trinken und ansonsten da noch was bestellen. Reservierung ist erforderlich, also das macht ihr unter der Nummer 069 27 29 5936. Kann sie auch nochmal unten in die Beschreibung reinschreiben. Und die Adresse ist Restaurant Nidda, Ludwig-Landmann-Straße 326. Ja, das müsste auch die richtige Adresse sein. Und 60488 Frankfurt, / Rödelheim. Genau, kann ich auch nochmal unten reinmachen. Habe ich sonst irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Mir bleibt nur zu sagen, bitte, 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 wenn du irgendwie Zeit hast und Lust hast, echt kommen. Ich würde mich voll freuen, mal ein paar Leute kennenzulernen hier aus Frankfurter Umgebung. Wäre echt super, super, super cool. Und vom Geschmack her würdest du auf jeden Fall was verpassen, wenn du nicht kommst. Ja, vielleicht wird sie auch dein nächstes Lieblingsrestaurant. Also, ich freue mich, dich hoffentlich am Sonntag zu sehen. Und bis dahin. Ciao! Ach so, wenn du irgendwelche Fragen hast, natürlich einfach unten fragen. Bestimmt habe ich irgendwas vergessen. Einfach fragen, ich beantworte es dann. Ciao!